In unserem Land wird das freie Denken immer mehr erschwert und das Aussprechen erst recht. Man wird kriminalisiert, wenn man einfach nur mal Tatsachen ausspricht und Probleme anspricht. Das sind Dinge, die bei uns eben halt angezweifelt werden und man ganz schnell in eine gewisse Ecke gestellt wird. Daran gilt es zu arbeiten und das zu verändern. Wir müssen auch mehr ins Ausland gucken, in unsere ganzen Nachbarländer, wo das freie Wort noch möglich ist und man gesellschaftlich nicht diskreditiert wird. Ich möchte wieder einen gesellschaftlichen Normalzustand herstellen, dass unsere Demokratie wieder in ihre Grundzüge zurückkommt. Ich möchte auch mehr Demokratie, dass der Bürger mehr von unserem Staat hat und nicht bestimmt wird durch riesige Parteiapparate. Ich möchte mehr Demokratie, Volksabstimmung, Volksbegehren etc. Das sind meine Ziele. Natürlich gibt es Dinge, die mein Herz bewegen. Das ist eindeutig der Petitionsausschuss, weil das ist das, wo der Bürger an das Parlament herantreten kann und seine Wünsche, seine Vorstellungen, seine Probleme darlegt. Da muss man dann aufschalten, sich dafür interessieren, die Probleme erkennen und zielgerichtet weiterleiten. Das ist ein Ding, was ich mir vorstellen könnte. Dort möchte ich meine Werbe einbringen.